Liebe Geschwister, liebe Freunde der Wahrheit, ein herzliches Willkommen bei der Predigreihe Nur die Wahrheit führt zum Heil. Ja, ich möchte euch mit dem Wort Maranatha, der Herr kommt, ganz herzlich begrüßen. Amen. Ja, ich glaube, dass wir alle, ich hoffe es, glauben, dass Jesus Christus bald wiederkommen möchte. Und auch unsere Livestream-Zuschauer möchte ich ganz herzlich mit diesem Wort begrüßen. Ja, weil ich darauf schon vor vielen Jahren glaube, habe ich, wie ihr wisst, eine Predigreihe ausgearbeitet, Erweckungsthemen, mit mehreren Präsentationen. Da sind einige Präsentationen, um nur einen Hinweis zu zeigen. Und jede Präsentation hat ein Fragezeichen. Ich mache das immer bei jedem Thema, in jeder Gemeinde, wo ich eingeladen bin, ob hier oder auch im Ausland, weil schon allein Überschriften uns etwas sagen möchten. Zum Beispiel: Machst du deine Berufung und Erwählung fest? Oder 9, pflegst du den einzig wahren Schatz deines Lebens? Oder hörst du auf die Stimme des wahren Hirten? Und so weiter und so fort. Und so stand ich jetzt vor einer Wahl, da sind nur 24, ich habe viel mehr Themen ausgearbeitet. Und ich bat den Herrn: Herr, du weißt, dass wir bald nach Italien gehen sollen. Und was für ein Thema soll ich mit meiner Gemeinde in Stuttgart-Wangen sprechen? Welches Thema möchtest du, dass ich präsentiere in deinem heiligen Namen? Und ich machte eine Wahl und der Herr hat ein besonderes Thema, ein Thema, was passt genau zu der heutigen Zeit. Bald werdet ihr sehen, was der Herr möchte, dass ich mit euch heute an diesem schönen sonnigen Sabbat spreche. Aber zuerst, warum überhaupt diese Predigreihe? Ich muss es immer darauf hinweisen. Ich werde nicht jetzt alles lesen, nur das Wichtigste, weil es gibt viele Folien, ein sehr anspruchsvolles Thema, aber ein lebenswichtiges Thema, das werdet ihr bald sehen. Und mein Wunsch war immer, dass jedes Thema möchte uns in dem wahren Glauben stärken und gleichzeitig uns aber auch von Selbsttäuschung warnen. Ich weiß, warum ich es so geschrieben habe. Und ich vertrete immer die feste Überzeugung, dass alle wunderbaren Verheißungen Gottes sind immer an die Bedingungen geknüpft. Natürlich, Jesus Christus kommt, ist auch eine wunderbare Verheißung, eigentlich die größte, die schönste. Aber für wen kommt er? Für diejenigen, die haben sich für sein Kommen gründlich vorbereitet. Nicht wie der Herr Donald Haley, als kam der Präsident. Es kommt bald der Präsident des Universums, Jesus Christus, und wir sollen uns mit unseren Kindern und Enkelkindern für sein Kommen gründlich vorbereiten. Es mag sein, dass diese Predigreihe und auch das heutige Thema kann wirken wie ein Feuer, manchmal wie ein Hammer, wie ein Schwert, aber es ist keine Überraschung. Denn Prophet Jeremia und Paulus und viele, viele Apostel haben so gepredigt. Glaube ich, wir brauchen ein klares Wort in letzter Zeit, kurz vor Wiederkunft Jesu zu hören. Und 2 Zitate. Ich werde zu dieser netten Dame, zu Ellen G. White, etwas sagen. Diese 2 Zitate, die ich jetzt am Anfang zeige, haben mich motiviert, an dieser Predigreihe schon seit Jahren zu wirken. Diese Aussage habe ich selten gehört, aber sie das schreibt in dem Buch Maranatha, was ihr viele habt, auf Seite 330 oder sogar im Testimonials im englischen Band 5, Seite 620. Wenn wir feststellen wollen, wie wichtig und bedeutungsvoll die Bekehrung von Menschen vom Irrtum zur Wahrheit eigentlich ist, müssen wir den Wert der Unsterblichkeit, also etwas Positives, richtig einschätzen. Wir müssen uns bewusst machen, wie schrecklich die Qualen des zweiten Todes sind. Sie schreibt unter der Inspiration des Heiligen Geistes diese Botschaft. Nur wenn du und ich vor unseren Augen, auch ihr, liebe Zuschauer, wenn wir von unseren Augen diese Tatsache haben werden, dass es geht um ewiges Leben oder den ewigen Tod, wenn wir verstehen, wie wichtig ist, dass der Mensch aus Liebe zu Gott sie bekehrt vom Irrtum zur Wahrheit. Und die 2. Aussage, die hat mich auch inspiriert und die wir hören von einigen von unseren Predigern auch weltweit, ist diese bekannte Aussage für die Gemeinde geschrieben, Band 1, Seite 128, 129. Eine Erweckung, wahre Frömmigkeit unter uns ist das größte
und dringendste unserer Bedürfnisse. Danach zu streben, sollte unsere wichtigste Aufgabe sein. Es muss eine Erweckung und Reformation unter der Leitung des Heiligen Geistes kommen, stattfinden. Und jetzt zu dem Thema. Hast du den Frühregen auch empfangen? Das wollte der Herr. Und meine Frau ist Zeuge. Wir beteten, Herr, über welches Thema sollte ich sprechen am 30. Mai? Und wir haben eine Methode und ich hatte mehrere Möglichkeiten. Der Herr möchte heute an diesem Sabbat, dass ich mit euch spreche und, glaube ich, auch mit unseren Livestream-Zuschauern. Hast du den Frühregen auch empfangen oder hast du den Heiligen Geist auch empfangen? In einigen Minuten werden wir alle sehen, ohne Heiligen Geist geht es nicht. Geht es nicht. Und deshalb, ich möchte noch einmal ein Gebet sprechen. Und diesmal bitte ich euch alle, die es die Möglichkeit haben, wir gehen auf Knie und wir möchten Gott in Geist und Wahrheit jetzt anbeten. Lieber himmlischer Vater, wir beugen jetzt unsere Knie, aber auch unsere Herzen in Demut vor dir. Möge der Heilige Geist jetzt mächtig wirken, wie uns erinnere, vor etwa 2000 Jahren hast du ein großes Wunder, du den Heiligen Geist bei Pfingsten getan. Und du erwartest sehnsüchtig, dass deine Gemeinde wird aufgeweckt und sie erlebt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir möchten uns aber ernstlich Gedanken machen, was sollen wir in Zeit, kurz vor dieser Ausgießung tun? Bitte schicke uns jetzt in diesem Moment den Heiligen Geist. Mächtig wirke an allen, damit wir es erleben. Und ich danke dir dafür von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Jahr 2020, weil es mehrere Folien gibt, möchte ich einige Folien schnell übergehen. Es wird sowieso aufgenommen. Diejenigen, die wollen sich es dann später nochmal anschauen, können es ihm ruhig sich anschauen, darüber nachdenken. Manchmal bei einer Folie bleibe ich etwas länger, manchmal gehe ich etwas schneller. Also Jahr 2020, wann kommt Jesus? Niemand weiß. Was wissen wir aus der Bibel? Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, richtig, wie ein Dieb in der Nacht. Aber eins wissen wir müssen uns alle gründlich vorbereiten. Und vor der Vorbereitung spricht oder spielt die Wahrheit eine sehr wichtige Rolle. So wichtig, dass ich habe mich vorbereitet bei jedem Thema am Anfang mit euch nochmal diese Psalm 25 sich anschauen. Und in unserem Herzen, wir sollen zu Gott jetzt beten. Nicht laut, einfach in eurem Herzen. Zeige mir, o Herr, deine Wege. Deine Vater, lehre mich. Leite mich in deine Wahrheit. Lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Amen. Amen. Es ist sehr wichtig, Geschwister, glaubt mir. Es ist wichtig, dass wir sind in die Wahrheit geführt. Werden wir bald sehen. Denn nur die Wahrheit führt zum Heil. Nochmal, nur die Wahrheit, erkannte und ausgelebte, führt Menschen zum Heil. Alles andere ist Täuschung, werdet ihr bald sehen. Alles andere, völlige Täuschung, Selbsttäuschung. Und das wusste die Ellen G. White, das weiß Gottes Wort sowieso. Und deshalb Psalm 40, 11. Von deiner Wahrheit, von deinem Heil rede ich. Sende dein Licht, deine Wahrheit. Wozu? Das uns führt zum heiligen Berg, zu deiner Wohnung. Und jetzt ein Wort von Paulus. Paulus liebte die Gemeinde. Er war ein großer Missionar. Er war der wahre Apostel, bekehrt auf dem Weg nach Damaskus. Schaut ihr, was er schreibt im Timotheus und im Thessalonika. Dies ist gut und angenehm von Gott, unserem Heiland, der will. Was möchte Gott? Was möchte er? Dass alle Menschen gerettet werden. Und, diese Und wird oft vergessen. Und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Schaut ihr, was schreibt im 2. Thessalonika. Der liebevolle Apostel, der liebte Menschen, wirklich. Leider werden viele verloren gehen, zur Vergeltung dafür, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie gerettet würden. Ich vergesse nie diese Folie. Bei keiner meiner Präsentation, ob hier oder dort, auch nächsten Sabbat und nächsten Sabbat und in Italien, überall. Weil die Menschen müssen verstehen, dass die Liebe zur Wahrheit, ausgelebte, gefolgte, führt uns zum Heil. Alles andere zählt nicht.
Deshalb kaufe die Wahrheit und verkaufe sie nicht. Ja, weil immer unter uns sind auch einige Gäste und wie gesagt, nächsten Samstag werde ich wahrscheinlich mehr Gäste erleben, soll ich einige Gedanken sagen, warum ich überhaupt ein Adventist bin. Warum kann ich nur Adventist sein? Denn viele Menschen oder Gäste kommen und sie fragen, wieso bin ich jetzt am Samstag hier und was ist so Besonderes an der Gemeinde Siebenten Tag Adventisten. Also ich möchte jetzt am Anfang in einigen Minuten in einem Telegram-Stil sagen, warum bin ich überzeugter Adventist. Johannes sieht auf Insel Patmos Jesus unter den sieben Leuchtern, unter den Gemeinden. Und er sieht irgendwann auch die Wiederkunft Jesu. Wir haben viele Hinweise in der Buch Offenbarung darüber. Und er sieht einen Kampf. Ein Kampf Satans gegen ein Weib, gegen bestimmte Gruppe von Christen, von Menschen. Und diese Menschen tun etwas, was er sehr als Zorn empfindet. Warum? Schaut ihr, es ist bekannt uns Adventvolk, aber viele Christen draußen haben nicht klare Erkenntnis über diese Offenbarung 12, 17 und 19, 10. Dieser Feind kämpft speziell gegen eine Gruppe von übrigen, die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben, was der Geist der Weissagung ist. Und wir werden jetzt bald sehen, warum er kämpft gegen diese Gruppe und warum speziell auch gegen diese Gabe der Prophetie. Diese Gruppe von Menschen, diese übrigen, die glauben, das Gesetz ist immer noch gültig, denn Jesus sagte im Bergpredigt, dass nicht ein kleinster Buchstabe, nicht ein Tüpfelchen vom Gesetz wird weggetan. Ich denke jetzt an die 10 Gebote. Da sagt unser Heiland, der Präsident des Universums, Jesus Christus. Deshalb sind wir am Sabbat da. Denn das ist das 4. Gebot aus Dekalog. Und wenn jemand möchte eine Antwort bekommen, wieso sind andere Christen am Sonntag versammeln und diesen Tag sogar als heilig betrachten und nicht den Sabbat, dann soll sich anschauen Daniel Kapitel 7, Vers 25. Steht ganz eindeutig, es ist eine Macht, es ist ein anderes Thema, aber eine Macht hat sich erlaubt, dieses Gebot zu verändern. Und jetzt zu dem zweiten Zeichen, die Gabe der Prophetie. Wir wissen, dass diese Gabe der Prophetie hatte zu jeder Zeit eine große Bedeutung. Gott sprach durch Propheten und das waren Männer und das waren auch Frauen. Und wir als Adventvolk glauben, dass Ellen G. White hatte diese Gabe bekommen. Hier sind sieben Kennzeichen oder ja, Gründe, was muss ein Prophet erfüllen, damit er wahre Prophet Gottes ist oder Prophetin Gottes. Ja? Alter spielt jetzt keine Rolle. Aber die Prophezeiungen müssen hundertprozentig sich erfüllen. Seine Aussage stimmen mit der Bibel überein. Seine Botschaften ermutigen, Gottes Gesetz zu gehorchen. Alle Gebote Gottes, nicht nur einige. Seine Lehren kreisen um Jesus Christus. Wunder beweisen nichts, denn Satan kann auch Wunder tun. Und wie? Ihr werdet bald sehen. Und sein Leben eines Propheten und Werk zeigt die Früchte des Geistes. Das sind die sieben, glaube ich, die wichtigsten Kennzeichen, wo man einen wahren Propheten erkennen kann, ob es der wahre oder ob es nicht wahre, wenn es nicht stimmt. Hosea 12, 14, hochinteressanter Vers. Wie führte Gott sein Volk Israel im Alten Testament? Durch einen Propheten. Durch einen Propheten führte der Herr Israel aus Ägypten herauf und durch einen Propheten war er behütet. Und so macht Gott auch heute mit dem modernen Volk Israel. Gott führt auch heute sein Volk durch die Prophetie, durch die Gabe der Weissagung. Er benutzt er, und wir werden sehen bald, warum. Wenn das nicht so wäre, dann wäre der Feind viel leichteres Spiel mit Gottes Volk. Und diese Gemeinde, diese übrigen haben einen Auftrag, das Evangelium, die drei Engelsbotschaft überall zu verkaufen. Breiten, zu verkündigen. Also wir haben eine Entstehung im Offenbarung Kapitel 10, wir haben Kennzeichen in Offenbarung 12 und wir haben Botschaft in Offenbarung 14. Deshalb kann ich nur Siebenter Tag Adventist sein. Ich weiß,
Es gibt wunderbare Christen überall, in vielen Kirchen, in sogenannten babylonischen Kirchen. Und wir haben die Botschaft gerade in Offenbarung 14, 6 bis 12, besonders in Vers 9, wir sollen diese echte Christen herausrufen, damit sie sich anschließen an die treuen Übrigen. Ich bin von ganzem Herzen überzeugter Christ, aber ich kann nur Adventist sein. Zurzeit Adventmission etwa in 215 Ländern, vielleicht sogar noch mehr. Und wir sind zurzeit 21 Millionen. Nicht jeder weiß, dass von etwa 50 Männern und Frauen nach der großen Enttäuschung damals im 1844 sind wir heute 21 Millionen. Und jeden Sabbat werden Tausende und Tausende von anderen auch Kirchen getauft zu den siebten Tag Adventisten. Kein Zufall. Mächtig wirkt Gottes, der Geist Gottes am Herzen von aufrichtigen Männern und Frauen, Jugendlichen in anderen Kirchen und Gemeinden. Aber dieser Kampf tobt gegen diese Gabe der Prophetie. Und wie? Dass nicht jeder weiß, dieses Buch vom Schatten zu Licht haben viele von euch zu Hause. Und persönlich, fast alle meine guten Bücherfreunde, diejenigen, die mich länger kennen oder die ich kenne, die habe ich entweder verkauft oder verschenkt, dieses Buch. Das war früher der große Kampf. Und sie schreibt in ihrem Buch Leben und Wirken, Ellen G. White, dass in diesem Zustand, sie hatte schon dritte Schlaganfall, hat angefangen, an diesem Buch zu schreiben. Und dann später wurde ich in einer Vision gezeigt, dass Satan wollte mir das Leben nehmen, um das Werk zu verhindern, das ich gerade angefangen wollte zu schreiben. Schaut ihr, wie schlau, wie bösartig dieser Feind ist. Er kennt die Wahrheit, er kennt diese Gabe der Prophetie und er möchte einfach es zerstören. Satan hatte immer eine Methode Täuschung. Er ist religiös. Oft verstellt er sich als Engel des Lichts nach 2. Korinther 11, Vers 14. Er hat die Augen der Menschen verblendet, sodass sie nicht hinter die Fassade sehen und seine wahren Ziele erkennen können. Und ich habe mich dann hinten ein Sternchen gemacht, unausgewogenes Evangelium. Liebe Freunde, liebe Geschwister, liebe Zuschauer, ich könnte zu diesen zwei Worten aus meiner 35-jährigen Arbeit als Buchevangelist hunderte, sogar tausende Erfahrungen habe ich erlebt. Wo viele Christen von anderen Kirchen habe ich getroffen, die besitzen ein unausgewogenes Evangelium. Die verstehen nicht den Plan Erlösung. Die sind Christen, aber die verstehen es nicht. Jetzt Frage, eine aufrichtige Frage. Wohin führt uns der Heilige Geist? Was sagt die Heilige Schrift? In die? Sogar ganze Wahrheit, Johannes 16, 13. Da muss ich mich fragen, und ich musste oft in Gespräch mit sogar Theologen, Lehrern sagen, ja, aber Moment, wieso haben wir einen Unterschied? Sie glauben an die Bibel? Ich auch. Sie beten? Ich auch. Sie beten zum Heiligen Geist? Ich auch. Und wieso sind Unterschiede? Möchte das Gott? Sicherlich jeder sagt nein. Die Frage ist jetzt nur, wer hat die Wahrheit? Sie oder ich? Lassen wir Gottes Wort sprechen. Wir haben schon etwas gesehen. Wenn jemand nicht die Liebe zu dem Willen Gottes hat, zu dem Gehorsam des Glaubens, dann stimmt etwas nicht. Kann sich der Mensch, ich konnte jetzt etwas zeigen, vielleicht zeige ich etwas später. Ich habe hier einen Brief mit vielen Karten, die letzten Tage bekommen. Alles von Christen. Alles von Christen. Die wollen auf einem einfachen Weg im Himmel gehen. Ich brauche nicht das, Herrscherei. Ich habe Jesus. Ich brauche diesen Gehorsam nicht. Ob Sabbat oder Sonntag oder dies und jenes, Fußwaschung von dem Abendmahl. Nein, ich liebe Jesus. Nein. Das sind Beweise. Ich könnte jetzt, ich habe nicht die Zeit. Aber nur, ihr seht, ich erlebe es seit 80er Jahren. Und mir ist so leid. Aber Gott kennt die Herzen und ich hoffe, dass wenn jemand wirklich unter dem Einfluss des Geistes Gottes steht, dann erkennt, ohne das Gehorsam des Glaubens geht es nicht. Dadurch zeigt sich unsere Liebe zu Gott. Bibel sagt, habe ich mich nicht vorbereitet, aber mir kommt jetzt wie ein Blitz. 1. Johannes 2, 3, 4 sagt Johannes in seinem ersten Brief, ganz klar, habe ich viele Male an den Türen vorgelesen, und daran erkennen wir, dass wir ihn, also Jesus, erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn, also Jesus, erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Ganz klar. Johannes auf Insel Patmos
Oder in diesem Brief, 1. Evangelium, sagte, wenn jemand sagt, ich kenne Jesus, aber seine Gebote aus Liebe zu ihm nicht hält, ist die Liebe und ist nicht, steht nicht in der Wahrheit. Aber gehen wir weiter. Schaut ihr gegen Kämpf, Satan kämpft. Er braucht nicht gegen alle kämpfen. Er hat alle in seiner Tasche, nur eine Gruppe nicht. Er weiß, dass er ihrer sicher ist, wenn jemand keine Anstrengung macht, die Wahrheit anzunehmen. Aber solche, die nach der Wahrheit verlangen, die ihr gehorchen und sie lieben wollen, über sie schüttet er seine Bosheit aus und lässt sie seinen Zorn spüren. Verstehen wir, Geschwister, liebe Freunde, liebe Zuschauer, wenn der Feind sieht, dass du und ich sie nicht vom Herzen gehorsam, er braucht sich keine Sorge machen. Er hat alle in seiner Tasche. Nur wenn von ganzem Herzen, koste was er wolle, man befolgt den Weg der Wahrheit, den schmalen Weg. Offenbarung 12, 17, er hat Zorn gegen die übrigen, die Gebote Gottes und diese Gabe der Prophetie. Lieben von ganzem Herzen. Deshalb als Buchevangelist habe ich viele, viele Bücher und das Buch vom Schatten zu Licht sowieso habe. Wir haben mit meiner Frau, wie gesagt, zehntausende Traktaten um die ganze Ortschaft vorbereitet für die Wiederkunft Jesu. Und das ist mein neuestes Buch, sind fast alle Bücher weg. Innerhalb kurzer Monate habe ich 800 Bücher durch Gnade Gottes verbreitet. Und die Menschen können es lesen, sie können verstehen. Es gibt zwei Bewegungen im Buch Offenbarung, die wahre und die falsche. Und wie kann man rauskommen? Mit einer CD. Und jetzt noch 5 goldene Aussagen über die Bedeutung. Das machen wir im Telegram-Stil. Warum bei jeder Predigt vergesse ich nicht, diese Zitate zu bringen? Niemals. Warum? Es geht um kostbare Lichtstrahle vom Throne Gottes. Keine Meinung, kostbare Lichtstrahle vom Throne Gottes. Wenn man diese Bücher mit der Bibel, mit dem großen Licht, studiert, was passiert? Es gäbe eine 1000-mal größere Wachsamkeit, 1000-mal mehr Selbstverleugnung und intensive Anstrengungen. Und viel mehr Menschen würden sich heute des Lichtes der gegenwärtigen Wahrheit erfreuen. Also, wenn wir nach diesen Büchern auch, was wurde inspiriert vom Heiligen Geist, leben auch, großes Licht und diese Bücher als kleineres Licht, dann werden sie noch viel, viel Menschen erfreuen der gegenwärtigen Wahrheit. Hat Heiliger Geist inspiriert, sie zu schreiben. Speziell am Ende, bevor Jesus kommt, bei der dritten Engelsbotschaft, sollen wir die Zeugnisse studieren, die hat Gott in seine Vorsehung von Anfang verbunden hat. Liebe Zuschauer, Adventisten, liebe Brüder, liebe Schwestern, liest diese Bücher. Neben der Bibel sehr wichtige Indikationen, Hinweise. Gott hat es in seine Vorsehung verbunden hat mit der Botschaft drittes Engels. Und wenn du und ich möchtest du Anteil an diesem dritten Engel haben, ohne das geht es nicht. Schaut ihr, was wird Satan tun? Alles Mögliche und zerstören Vertrauen in diese Zeugnisse. Warum? Aus folgendem Grund. Wenn die Warnungen, Zurechtweisungen, Ratschläge des Geistes Gottes beachtet werden, ist es für Satan nicht mehr so einfach, Menschen zu betrügen und zu verführen. Haben wir es verstanden? Warum möchte es nicht, dass du kannst die Bibel lesen, das ist das Wichtigste. Aber Gott sah in seiner Vorsehung, dass wir können irren und er gab uns eine Gabe der Prophetie. Und Mose hat das Volk Israel geführt in das irdische Kanaan. Und Gott sah die Gefahr für das moderne Israel und er gab uns die Gabe. Und wie viele Männer und Frauen manchmal kritisieren und sogar diese Bücher zur Seite legen. Ich habe, als ich wurde getauft vor 37 Jahren, in Tübingen übrigens, habe ich sofort schon früher von meiner Taufe habe ich erkannt, neben der Heiligen Schrift, diese Kraft in diesen Büchern. Ich wusste noch nicht, worum es geht und ich spürte diese Kraft, wenn man las, Patriarche, Propheten, Leben Jesu, große Kampf und Zeugnisse, schon damals.
Und wie traurig ist, wenn jemand dieses Vertrauen nicht hat. Und das ist jetzt die wichtigste Aussage von ihr. Warum? Sie schrieb Jahren diese Bücher. Meine Aufgabe ist es, ein Volk, dich und mich, darauf vorzubereiten, am Tag des Herrn bestehen zu können. Auf das Versprechen unseres Herrn Christus können wir uns verlassen. Geschwister, dieses Buch lese ich mit meiner Frau seit Jahren täglich. Und heute habe ich euch verschickt eine Botschaft vom 30. Mai. Der Geist Gottes zieht sich langsam von Erde zurück. Kommen Katastrophen eine nach der anderen. Es wird immer schwieriger, nicht besser. Der Geist Gottes zieht sich zurück. Und jetzt sage ich eine Wahrheit, die habe ich nicht geplant, aber ich lasse mich führen. Die letzte Gnade, bevor der Heilige Geist wird ausgegossen, ist nicht für Menschen, die schon früher von Wahrheit wussten, sondern diejenigen, die haben noch nicht davon gewusst. Nochmals, die allerletzte Gnade zählt nicht für Menschen, die schon konnte eingehen und sie nicht wollten. Für diejenigen, die haben noch keine Möglichkeit gehabt, sagt Ellen G. White, ganz klar, in mehreren ihren Büchern. Sehr wichtig, nicht spielen mit der Gnade und sagen, vielleicht kann ich mich irgendwann später, wenn der Spätere wird ausgegossen, bekehren. Nein, das können Sie Menschen, die haben noch nicht gewusst, die werden aber spüren diese Kraft und die werden sich anschließen an die Treue übrigen, die werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wer kann bestehen? Wer sich vorbereitet? Das Thema. Und jetzt steigen wir. Vor uns ist eine spannende, glaube ich, 30, 35 Minuten vielleicht. Das, was wir denn jetzt erleben, ist etwas sehr Wichtiges. Für mich war es sehr wichtig und ich weiß für jeden. Jeder, der möchte von uns und auch von allen unseren Live-Zuschauern, Livestream, wirklich am Ende, wenn Jesus kommt, gerettet werden. Warum? Ohne Frühregen kein Spätregen. Ohne den Heiligen Geist keine Rettung. Also, Joel 2,23 hat mich inspiriert. Im Zürcher Bibel, das ist meine Studienbibel, lesen wir, und ihr Kinder Zions, frohlocket und freut euch über den Herrn, euren Gott, denn er hat euch Nahrung gegeben zum Heil und euch Regen gesandt, Herbstregen und Frühregen wie vor dem. Ist interessant, wie Luther, und zwar 1912, was meine Frau besitzt, was ich auch sehr gerne lese, Luther 1912, wie er, Luther, diese Joel 2,23 übersetzt hat. Schaut ihr. Und ihr Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch Lehrer zu Gerechtigkeit gibt und euch herabsendet, Frühregen und Spätregen wie vor dem. Interessant. Gott, bevor Frühregen und Spätregen kommt, schickt uns den Lehrer. Wer ist der wichtigste Lehrer? Der Heilige Geist, richtig. Aber Gott benutzt Tiere oder Blumen oder Menschen? Menschen, schauen wir. Daniel 12,3. Die Lehrer, aber werden leuchten wie des Himmels Glanz und die so viele zu Gerechtigkeit weisen wie Sterne, immer und ewiglich. Und der Apostel Paulus wusste, wie wichtig es ist, dass wir am Ende Lehrer haben, Männer oder Frauen, die erfüllt mit dem Heiligen Geist sind, die feste Speise, keine Milch verkündigen. Schaut ihr. Hebräer 5, 12 bis 14. Paulus macht einen Vorwurf, damals vor 2000 Jahren. Ihr sollt schon längst Lehrer sein, aber nicht die Anfangssprüche, nicht über das Gleiche predigen, was schon viele wissen, nur die Gnade und Liebe und so. Natürlich ist es wichtig, aber wir brauchen feste Speise. Wozu? Wozu die feste Speise? Um zu unterscheiden des Guten und des Bösen. Verstehen wir? Und das ist das, was fehlt Laodicea. Schaut ihr. Jesus durch Apostel Johannes auf Insel Patmos sagt, ich rate dir drei Dinge. Und am Ende sagt er das dritte. Ich rate dir von mir zu kaufen, was? Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du siehst. Jetzt eine Frage. Schade, dass man nicht weiß, wie denken unsere Livestream. Was sollen wir sehen? Was möchte der Heilige Geist, dass du und ich siehst? Wahrheit, okay, was noch? Die Sünde, schaut ihr.
Schatzkammerband 1. Die Augensalbe ist die Weisheit und die Gnade, die uns befähigt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und die Sünde hinter jeder Maske zu erkennen. Oh, liebe Geschwister, erkennst du und ich die Sünde hinter jeder Maske? Kennst du den Plan der Erlösung so ausgewogen, dass du bist auf dem schmalen, sicheren Weg? Oder bist du auf einem Weg mit halber Wahrheit? Unausgewogen. Man kann 30, 40, 50 Jahre in einer Gemeinde sein, ich weiß, was ich sage, und trotzdem auf dem Holzweg zu gehen. Schaut ihr, was wir Satan tun. Vor Augen Adventisten Wunder tun und wir annehmen, es ist von Gott und es ist von Satan. Gottes Wort erklärt, dass Satan Wunder tun werde. Er will Menschen krank machen, dann will den satanischen Einfluss plötzlich von ihnen abziehen. Sie werden dann als geheilt betrachtet und diese scheinbare Heilungen werden auch Siebenter Tag Adventisten auf die Probe stellen. Willst du und ich erkennen, das ist von Gott und das ist von Satan? Ohne Heiligen Geist geht es nicht. Apostelgeschichte 1. Versetzen wir uns in Zeit 2000 Jahre zurück. Jesus spricht mit dem Jünger 40 Tage. Er nimmt eine Initiative und er sagt ihnen, die Kraft des Heiligen Geistes werdet ihr empfangen. Nach wie vielen Tagen? Nach wie vielen Tagen? Ein Moment, 40 Tage hat Jesus verbracht. Seine Initiative war da. Die Jünger haben gelauscht. Die Jünger haben sich Gedanken gemacht. Nach wie vielen Tagen sollte der Heilige Geist ausgegossen? Nachdem er ist im Himmel gefahren? Nach 10. Wenn menschlicher Wille nicht mit dem Willen Gottes kooperiert, kann der Herr, was steht da? Was steht da? Nichts für ihn tun. Alle Macht kommt von Gott, stimmt? Und alle Ehre gebührt ihm, stimmt? Und dennoch liegt die ganze Verantwortung bei Menschen, denn ohne seine Kooperation kann Gott nichts tun. Und jetzt sind wir schon tief in dem Stoff. Gott macht etwas, 40 Tage. Gott erwartet von Jünger 10 Tage, sie sollen etwas tun. Etwas Wichtiges. Ohne die 10 Tage kein Frühregen, kein Pfingsten. Petrus nach der Ausgießung, erfüllt mit dem Heiligen Geist, Apostelgeschichte 2, 16, 18. Sagt schon Prophet Joel hat gesagt, es soll geschehen in den letzten Tagen. Spricht Gott, das will ich ausgießen von meinem Geist auf allem Fleisch. Und dann später steht, dass sogar über die Knechte und Mägde will ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie sollen weissagen. Wann hat sie das erfüllt? Kann ich wissen von euch, liebe Geschwister. Ich kann die also unsere Zuschauer nicht fragen, aber euch. Wann hat sich diese Prophezeiung von Joel erfüllt? Nur vor 2000 Jahren? Oder auch später? Vor 2000 Jahren und kommt noch einmal vor Wiederkunft Jesu. Und wir müssen wissen, wie man sich vorbereitet, damit du und ich Anteil haben an dem Spätregen. Das geschah im Frühregen. Der Herr benutzte oft die Vorgänge in der Natur, um das Werk des Heiligen Geistes darzustellen. Ich möchte dazu nicht viel sagen. Wir wissen, aus Natur können wir lernen, wenn wir im Zeit Frühregens mit dem Boden nicht das machen, was man machen sollte, können wir bei dem Spätregen keine Früchte erwarten. Und sagt der Geist der Weisheit ganz klar, sogar ein Buch für die Prediger geschrieben. Wenn die früheren Regenschauern nicht ihr Werk getan haben, kann der Spätregen kein Samenkorn zur Vollkommenheit bringen. Also wir sehen, es geht eigentlich um die zwei Begriffe. Frühregen, Spätregen, Spätregen, Frühregen. Und wir möchten jetzt sehen, mit Hilfe Gottes, was Gott von uns, von dir und mir, von uns erwartet. Da sind die Texte in der Bibel über Frühregen und Spätregen in Natur. Mose, Zacharia, Jakobus haben darüber geschrieben. Jakobus, interessant, verbindet beides. Schaut ihr, was schreibt. Jakobus Kapitel 5. So seid nun geduldig, Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Ackermann wartet. Wartet.
auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig ihretwegen, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Also wir sehen, dass es geht jetzt schon um die geistliche Vorbereitung. Wir sollen warten. Aber was sollen wir tun? Wir haben gesagt, dass Jesus sagte zu seinem Jünger, ihr sollt warten auf die Verheißung. Wie lange? Wie lange? 10 Tage. Geschwister, wir sollten es wissen. 10 Tage mussten Jünger etwas tun, damit man damals den Frühregen, diese Ausgießung des Heiligen Geistes, erlebt. Ohne die 10 Tage war es unmöglich. Also wenn du und ich würden wie in damaliger Zeit vor 2000 Jahren leben und du würdest nicht so tun, wie es Jesus ihnen befohlen hat, keine Chance. Und das Gleiche ist auch heute. Deshalb das Thema, hast du den Frühregen auch empfangen? Denn ohne Frühregen kein Spätregen. Also, wir lesen im Apostelgeschichte 1, 14 diese bekannte Vers. Oder diese Verse sogar, auf dem Kapitel 2, nochmal. Sie waren einmütig beieinander mit Beten und Flehen. Und später steht auch, als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Jetzt die Frage ist, was haben sie getan? Schaut ihr, was für eine wunderbare Hinweise haben wir in der Gabe der Prophetie. 10 Tage lang beteten die Jünger Jesu, bevor sie zu Pfingsten den Geist empfingen. 10 Tage, nicht 9, nicht 11, 10. Jesus sagte, 10. Diese Zeit war nötig, damit sie verstanden, was es bedeutet, wirksam zu beten, Gott immer näher zu kommen, ihre Sünde zu bekennen, sich vor Gott zu demütigen, Jesus im Glauben zu betrachten und in sein Bild verwandelt zu werden. Also ohne diese 10 Tage, ohne das, was wir jetzt gelesen haben, war nicht möglich erwarten, diese herrliche Verheißung. Das habe ich immer gesagt, ohne Bedingungen keine Verheißung. Man kann beten und flehen zu Gott, wenn du und ich das nicht erfüllen. Am Ende keine Erfüllung der Verheißung. Und weil oft darauf nicht hingewiesen wird, stecken wir oft in Gefahr der Selbsttäuschung. Und das möchte nicht Gott, sondern Satan. Unausgewogenes Evangelium. Und dieser jetzt Text hat mich persönlich am meisten angesprochen. Und meine Frau weiß, ich habe hier viele Texte und ich habe schon manches gesehen. Wir sind schon in mehr als die Hälfte. Aber als habe ich über das nachgedacht, wurde mich erst einmal noch tiefer verstanden, wann du und ich bekommen wieder Spätregen. Wir müssen 3 Schritte tun, damit wir zu unserem Heil die Wiederkunft Jesu erwarten können. 3 Schritte, komplett sind 4, aber 3 müssen wir tun. Schaut ihr. So tut nun Buße und bekehr euch, dass eure Sünden getilgt werden. Bitte achtet, nicht vergeben, nur getilgt werden. Das war für mich ein Aha-Erlebnis. Meine Sünden sollen nicht nur vergeben, sondern getilgt werden. Okay? Warum? Auf das Zeiten der Erquickung kommen. Erquickung ist eigentlich gleich Spätregen. Und er, Gott, den sende, der euch zuvor gepredigt ist, Christus. Jetzt schauen wir uns diese 4. Buße und Bekehrung. Die Sünde werden getilgt. Die Zeiten der Erquickung kommen, Spätregen, und dann kommt die Wiederkunft Jesu. Das war für mich nicht ganz neu, aber ich wurde vertieft in diesem Stoff. Und ich bin absolut sicher, Geschwister, dass viele das, was wir jetzt betrachten, nicht verstehen. Oder vielleicht bis jetzt nicht so klar es gesehen haben. Jetzt schauen wir uns ganz kurz. Über die Buße und Bekehrung haben wir schon etwas gesagt, aber ich möchte noch mal etwas aus dem Buch Wirken der Apostel dazu sagen. Während die Jünger auf die Erfüllung der Verheißung warteten, demütigte sie sich in aufrichtiger Reue, Buße, Reue, Bekehrung, also, und bekannte ihren Unglauben. Diese Tage der Vorbereitung waren Tage gründlicher Herzenprüfung. Sie haben sich geforscht, bin ich wirklich okay?
haben sie gründlich geprüft. Durch Bekennen und Aufgeben der Sünde, achtet, Bekennen und Aufgeben der Sünde, durch ernstes Gebet und Übergabe an Gott, bereitete sich die erste Jünger auf Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten vor. Das gleiche Werk, nur noch in größerem Maße, muss jetzt geschehen. Also wenn wir das nicht erleben in unserem Leben, Bekennen, Aufgeben der Sünde, erstes Gebet, Übergabe, Füllige an Gott, dann sind wir nicht vorbereitet auf die Ausgießung des Heiligen Geistes bei dem Spätregen. Und jetzt wäre interessant, wie versteht man 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 24? Paulus schreibt an Timotheus, etliche Menschen Sünden sind offenkundig und gehen ihnen zum Gericht voran. Etlichen aber auch folgen sie dahin erst nach. Was ist besser? Wenn unsere Sünde gehen dem Gericht voran oder erst danach? Wer ist dafür, dass unsere Sünde sollen zum Gericht vorangehen? Und wer ist dafür, dass man folgt? Ja, Moment, ich habe gesehen, nur einige Hände. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder deine Sünden geht voran zum Gericht oder später. Schaut ihr, was sagt Ellen G. White? Im Sprit vom Heiligen Geist. Bibelkommentar, Seite 456. Die Sünden mancher Menschen liegen vorher offen. Die Sünder haben die Sünden in Reue bekannt und gelassen und diese Sünden gehen ihnen im Gericht voran. Vergebung wird hinter die Namen dieser Menschen eingetragen. Aber nicht nur Vergebung. Später kommt auch das Wort beseitigt. Das heißt, diejenigen, die aber das anders machen, schaut ihr, durch die Sünde anderer Menschen folgen ihr nach. Sie sind nicht durch Reue und Bekenntnis beseitigt worden. Also die Sünde sind nicht beseitigt. Und diese Sünde werden in den Büchern des Himmels zu ihrer Belastung geschrieben stehen. Verstehen wir es? Das heißt, wir müssen bevor in Reue unsere Sünde bekennen und aufgeben. Und irgendwann, wenn dein und mein Name kommt im Himmel, was macht Jesus jetzt im himmlischen Heiligtum? Er ist der Hohepriester. Und eines Tages kommt dein und mein Name. Und es wird untersucht, ob du das getan hast. Und wenn die Sünde ging voran und du hast sie bereut und aufgegeben und du hast nach dem Willen Gottes gelebt, bekommst du, das wird ausgetilgt und bist du rein mit Gerechtigkeit Jesu bedeckt vor dem Gottvater. Das Gleiche wir erleben im Jakob. Als Jakob war in dem Angst, und ihr wisst, die Bibel spricht von Angst im Jakob. Jakob war im Angst, aber er war getröstet. Warum? Weil bevor hat er im Reue und die Sünde, dieser Betrug gegen seinen Bruder, hat tief bereut. Und sie schreibt Ellen White, müssten Sie, also Menschen, in dieser letzten Zeit mit unvergebenen Sünden rechnen, während Sie sich in Angst und Not befinden, werden Sie überwältigt. Aber obwohl Sie sich Ihrer Unwürdigkeit voll bewusst sind, gibt es, das ist jetzt sehr wichtig, was wir jetzt lesen, gibt es bei Ihnen keine, was steht da? Verborgene Sünden. Geschwister, wenn in deinem und meinem Leben sind bestimmte verborgene Sünden, dann diese Sünde werden nicht getilgt und die werden uns zerstören im Angst im Jakob. Aber hier steht, das Versöhnungsblut hat ihre Sünde getilgt, die sie nun nicht mehr mahnen können. Sehr wichtige Aussage. Das heißt, wir müssen, bevor dein Name und mein Name kommen im Gericht, im Heiligtum, im Allerheiligste, müssen wir in Reue und keine verborgene Sünde haben. Wenn du eine verborgene Sünde hast, keine Chance. Oh, harte Rede, ja. Wer kann sie anhören? Die Botschaft Gottes, die Bibel und Geist der Weisagung. Das sind nicht meine Worte. Wir lesen alles, ich spreche vom Heiligen Geist. Jetzt zu diesem Thema noch einige köstliche Aussagen. Damit wir noch besser verstehen, wie wichtig ist Frühregen und Spätregen. Denn Gott, der dich liebt und mich, möchte, und auch unsere Livestream-Zuschauer, dass wir nicht in der Täuschung leben. Geschwister, die Täuschung ist so groß, dass ich kann das lieber jetzt nicht sagen.
So gewaltig ist die Täuschung. Man meint, ich bin gerettet, aber ohne die Bedingungen zu erfüllen. Das möchte nicht Gott, das möchte der Feind. Wir haben gesehen, wie er hinterlistig arbeitet, wie er uns schmeichelt mit Wahrheit, aber halbe Wahrheit. Jetzt gehen wir ihm an dem Telegram-Stil, aber ihr seht, was sagt der Heilige Geist über Zeit des Frühregens und Spätregens. Oh, wie viele sah ich in den Trübsal ohne irgendeinen Schutz. Sie hatten die nötige Vorbereitung vernachlässigt, deshalb konnten sie nicht die Erquickung empfangen. Ich sah, dass keiner an Erquickung teilhaben kann. Also keiner wird erleben Spätregen, wenn der nicht den Sieg über jegliche Sünde, über Stolz, Selbstsucht, Liebe zur Welt. Und jetzt kommt etwas, wo muss man sich fragen, wow, jedes unrechte Wort und jede ungerechte Tat erlangt hat. Das sind nicht meine Worte. Heiliger Geist inspiriert die Botin Gottes, das zu schreiben, für dich und mich. Selten gehört, muss man sich selbst fragen. Kein einziger von uns wird das Siegel Gottes empfangen, solange unser Charakter auch nur einen Flecken aufweist. Es bleibt uns überlassen, unsere Charakterschwäche loszuwerden und den Seelentempel von jeder Verschmutzung zu reinigen. Dann wird der Spätregen auf uns fallen, wie damals der Frühregen auf die Jünger fiel. Merken wir, der Spätregen bekommen nur solche Adventisten und aus Babylon gekommene Christen, die haben Anteil an dem, wenn sie sind frei von jeder Befleckung. Natürlich, man könnte sagen, einen Moment, Bruder Cornell, macht das nicht Jesus für mich? Ja, wenn du mit ihm zusammenarbeitest, wenn du erkennst deine Sünde und du bringst zu ihm und du bittest, dass du Sieg über diese Sünde und diese Charakterschwäche bekommst, dann ja. Sonst würden alle gerettet? Nein, viele sind berufen, wenige aus der Welt. Weil man aber nicht so klar heute spricht, Geschwister, das ist heute meine letzte Predigt vor unserer Reise nach Italien und ich muss euch sagen, es ist so. Gott möchte, dass wir klare, feste Speise heute predigen. Keine Zeit für Milch. Es ist Zeit, wo Geist Gottes sieht zurück. Und wir dürfen keine Zeit verlieren. Wenn das Dekret kommt mit dem Siegel Gottes, dann wird Charakter für alle Ewigkeit rein. Und du bist fleckenlos bleiben. Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Das heißt, wenn du und ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dann wirst du nicht mehr sündigen können, dein Charakter ist perfekt. Aber bevor musst du mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, in der Zeit des Frühregens, dann hast du Anteil an dem Spätregens. Viele haben zum großen Teil versäumt, den Frühregen zu empfangen. Sie haben nicht alle Segnungen erhalten, die Gott für sie vorgesehen hat. Also Gott möchte uns segnen, aber wir haben es nicht oft ausgenutzt. Sie erwarten, dass der Mangel durch den Spätregen ausgeglichen werden wird. Aber sie begehen einen schrecklichen Fehler. Und dann kommt dreimal muss, muss, muss. Ja, ich weiß. Ich weiß, wenn ich so predige, dann viele Menschen möchten diese, auch manchmal Adventvolk, manche. Diese muss stinkt, aber wenn Geist Gottes inspiriert schreibt, muss, must, dann muss er so gepredigt werden. Gott erwartet von Predigern und Laienpredigern heute Zeit Botschaft wie Johannes Täufer und von Elia, Nathan. Zeugnisse für die Prediger übrigens. Wenn die Botschaft drei Engel kommt, schaut, was passiert. Alle haben den Spätregen für die Erquickung an sich empfangen. Also die haben sich vorbereitet natürlich. Und sie sind auf die bevorstehende Stunde der Versuchung vorbereitet. Wann sind wir für die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt, vorbereitet? Wenn du und ich Spätregen die Erquickung bekommen. Andernfalls nicht. Und das ist noch ein Zitat. Wenn wir keine Fortschritte machen, wenn wir uns nicht in eine Haltung begeben, und heute ist eine Möglichkeit, Geschwister, ich glaube, Gott möchte uns noch aufrütteln. Wenn wir beides, Frühregen und Spätregen, nicht empfangen, werden wir unsere Seele verlieren
Und wir werden selbst dafür verantwortlich sein. Jetzt muss man sich jetzt ehrlich fragen, und ich habe den Mut an dieser Stelle, obwohl ich habe das nicht vorbereitet, euch fragen, wann hast du letzte Mal so etwas gelesen, gehört, studiert? Wann? Und wenn nicht, du musst dich fragen, Herr, warum? Worin liegt das Problem? Ich muss zu mir selbst predigen, Geschwister, weil ich möchte es hören, auch für mein Herz. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Jetzt gehen wir im Finish. Ellen G. White hat einen Traum. Traum. Sie sieht einen Wächter an einem Tempel. Und dieser Wächter fragte jedem, hast du den Heiligen Geist empfangen? Und jetzt kommt etwas sehr Trauriges, aber was soll ich machen? Ich kann das jetzt nicht, diesen nächsten Satz, ausstreichen. Es hielt eine Messlatte in seiner Hand. Was ist die Messlatte? Das Gesetz Gottes. Also, nicht nur Glaube an Jesus. Klar, ohne Glaube geht nicht. Messlatte, das heilige Gesetz Gottes. In seiner Hand und gewährte nur sehr wenigen. Klar, warum? Aber ich möchte, Geschwister, unter diesen wenigen angehören und ich hoffe, dass du und auch unsere Live-Zuschauer, oder? Was nutzt, Geschwister, wenn ich 50 Jahre komme zur Gemeinde und ich bin am Ende verloren und zu den wenigen nicht angehöre? Dann wäre besser kein Adventist werden. Wisst ihr, das Blut Jesu zählt nur, wenn du und ich den Heiligen Geist haben? Schaut ihr, ich könnte jetzt Dutzende Texte vom Geist der Wasserung bringen. Ich bringe nur zwei. Das Wirken Apostel, Seite 54. Der Geist wird als erneuerte Kraft gegeben, die das Heil wirksam machen soll, dass du den Tod unseres Erlöser erworben worden ist. Verstehen wir das? Das Heil durch Blut Jesu ist nur dann, wenn der Geist in deinem Herzen wohnt. Der Heilige Geist war die größte aller Gabe, die Jesus zur Erhöhung seiner Gemeinde vom Vater erbeten konnte. Jetzt kommt. Der Geist sollte als ein erneuernder Vermittler wirken, ohne den das Opfer Christi wirkungslos bleiben würde. Ich empfehle uns allen, über diese Aussage Stunde nachzudenken. Bete, lieber Herr, was soll es für mich bedeuten? Das bedeutet, das Opfer Jesu ist für dich und mich dann wirksam, wenn der Geist Gottes in deinem und meinem lebt und wenn du ihn empfangen hast bei der Taufe, wenn du die Wiedergeburt erlebt hast. Wenn du es nicht erlebst, dann bist du auf dem Holzweg und es ist die Zeit Bekehrung noch heute. Warum bin ich Hunger und Dürste nach diesem Heiligen Geist? Wiedergeburt, schaut ihr, ist eine seltene Erfahrung. Es werden viele getauft, aber nicht alle haben erlebt. Heiliger Geist, was sagt der Heilige Geist? Die Wiedergeburt ist in diesem Zeitalter der Welt eine seltene Erfahrung. Auf diesem Grunde gibt es viele Verwirrung in den Gemeinden. Viele, sehr viele, die den Namen Christi annehmen, sind ungeheilig und unheilig. Ja, alle wollen in den Himmel kommen, aber sind unheilig. Sie sind zwar getauft, doch sie sind lebendig begraben. Sie sind dem Ich nicht abgestorben und daher sind sie nicht zu einem neuen Leben in Christus aufgestanden. Geschwister, wenn wir diese Wiedergeburt nicht erlebt haben, dann am Ende ist keine Chance für Späterigen und wir haben umsonst gelebt. Jetzt jemand könnte fragen, das ist ein Thema. In meinen Präsentationen gibt es ein spezielles Thema für das. Alle Kennzeichen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, wir haben nur einige Minuten noch vor uns. Aber schaut ihr, wenn du diese sechs nicht empfangen hast, dann bitte, es ist noch vielleicht möglich. Frieden in der Seele, das Interesse am Gottes Wort, Ungeist der Weissagung könnte man sagen. Das Interesse am Gebetslegen, wenn die Gemeindestunde oder wenn Gebets, ja wie viele Geschwister kommen, ich muss es sagen, aber alle wollen in den Himmel kommen. Der Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Ja.
Der innere Drang, Zeugnis zu geben, wer macht heute ständig Mission, nicht nur einmal im Monat oder so. Nein, das ist keine Mission. Ständig auf irgendeine Weise. Zeugnis. Mein großer Lehrer, Emilio Knechte, manche vielleicht kennen, der hat gesagt, du sollst beten zu Gott, Herr, schenke mich jeden Tag einen Mann oder eine Frau, wo kann ich Zeugnis geben, damit ich dem Mensch helfe. Wer macht das heute? Und dann eine Empfindungsfähigkeit gegenüber die Sünde. Wenn du das oder ich nicht erlebte, dann hast du keine Wiedergeburt erlebt. Bist du vielleicht ein Namenchrist, vielleicht ein Adventist? Das ist zu wenig. Braucht man im früheren Erleben viel, viel mehr, damit man späteren bekommt. Deshalb die Probe. 2. Korinther 13, 5. Stellt euch selbst auf die Probe, ob ihr im Glauben seid, ob Christus Jesus durch den Heiligen Geist in unserem Herzen wohnt. Der Geist Gottes gibt uns die Kraft, schaut ihr, dass wir alle schlimme Taten des Leibes können töten. Denn alle, die vom Geist Gottes getrieben, die sind die Söhne Gottes. Also die wahren Kinder Gottes sind diejenigen, die in Kraft des Heiligen Geistes alle sündhafte Neigungen und Charakterschwäche, nicht allein mit Christus, aber in Kooperation. Wir haben gesagt, Jesus, du und Jesus zusammen. Nicht allein Jesus, nicht allein du. Bitte ausgewogen das Evangelium verstehen und predigen. Wir müssen dem Heiligen Geist erlauben, uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Nur dann haben wir früheren empfangen und dann sind wir auf den späteren vorbereitet. Deshalb Paulus, der Mann Gottes, der hatte Schmerzen, Geburtsschmerzen. Und er sagte, ja, ich habe Schmerzen, bis Christus in euch durch den Heiliger Geist Gestalt gewinnt. Das ist das, was fehlt, der Laodicea. Vielleicht auch unsere Gemeinden, vielen Geschwister. Deshalb Jesus sagte, ich stehe an der Tür und klopfe, um hineinzugehen. Durch wen? Durch wen möchte Jesus hineinzugehen? Durch den? Durch den Heiligen Geist. Das ist die Botschaft. Haben wir es verstanden? Laodicea fehlt den Heiligen Geist. Aber kommen, wir sind zu seit 21 Millionen. Ja, wie viel der Heilige Geist wirklich Besitz haben. Gott weiß es. Niemand ist Richter. Aber die Tatsache ist so. Ich habe keinen Zeitpunkt zu verkündigen. Ellen G. White hat bekommen Briefe. Ellen, wann kommt diese Spätregen? Was sagte sie? Ich habe keine Botschaft dafür, wann der Spätregen ausgegossen wird. Meine Botschaft lautet, unsere einzige Sicherheit besteht darin, dass wir für die himmlische Erquickung, das heißt für den Spätregen, bereit sind und unsere Lampen zubereitet haben, dass sie brennen. Das heißt, wir sollen nicht wissen, dass in diese Ereignis steht unter den sieben Donner. Als Johannes wollte schreiben in Offenbarung, diese hat gesagt, Gott, stopp. Und Ellen White in einem Buch sagt, das waren die Geheimnisse, was Gott wollte nicht. Wann endet die Gnadezeit? Wann kommt Jesus? Und diese alle Dinge, ja, auch über Spätregen. Ist nicht uns gesagt. Wir sollen aber bereit sein. Werde Licht. Gott möchte durch dich und mich die ganzen Erdkreis erstrahlen. Erstrahle der Herr über dich. Offenbarung 18,1, wunderbarer Vers. Engel Gottes, Spätregen erleuchte die ganze Erde von seinem Lichtglanz. Aber wer wird daran sich beteiligen? Diejenigen, die haben sie im Frühregen vorbereitet. Nochmal, wir sind jetzt bald am Ende. Durch Bekennen, durch Aufgeben der Sünde, nicht nur Bekennen, Aufgeben der Sünde, durch ernstes Gebet, nicht nur plappern, sondern wirklich vom Herzen beten und Übergabe an Gott, bereitete sich die erste Jünger auf die Ausgießung des Heiligen Geistes zu finden. Und das gleiche Werk, noch in größerem Maß, muss jetzt geschehen. Was sonst? Gott kann nicht kommen. Und wenn er kommt, nicht alle sind dabei und das wäre schade. Jeder Christ nach Ausgießung des Heiligen Geistes, jeder Christ sah in seinem Bruder eine Offenbarung der göttlichen Liebe. Christi Charakter zu offenbaren und für die Ausbreitung seines Reiches zu wirken, das war, was sie gestrebt haben. Charakter und Mission. Zwei Dinge, die Früchte nach innen, Charakter
nach Außenmission. Und das soll Wunsch aller unserer sein, auch unsere Livestream-Zuschauer. Ja, wir sollen bitten um den Heiligen Geist. Jeden Tag bitten. Und wenn jemand sagt, ja, Bruder Cornel, oder egal, ich kämpfe, aber ich kann. Nein, ich glaube, Gott kann dir die Kraft geben, wenn er sieht, dass du bist aufrichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand möchte vom Herzen frei sein von der Sünde und er muss bleiben drin. Nein. Das ist jetzt nicht in meinem Manuskript. Aber ich habe einmal gelesen von einem Mann, der war am Boden, der war durch Rauchen, durch Trinken, keine Chance. Und Ellen G. White predigte mächtig in einer Gemeinde und er war, glaube ich, in der ersten Reihe. Und er hat geschaut und dann sagte nach der Predigt, er war am Boden, ganz kaputt, keine Chance fast. Und sagte, weil sie haben so gepredigt und haben sie so ein Interesse an mich auch gezeigt. Ich möchte etwas für mich tun. Und sie schreibt in einem Buch, Tempel des Heiligen Geistes, in dem Buch, mich erinnere, dass dieser Mann ging in der Nacht und betete ganze Nacht wie Jakob und war frei von dieser Sünde. Und nach einigen Monaten kam und die Ellen G. White konnte mich erkennen. Er war wie neugeboren. Durch die Kraft. Ich könnte jetzt erzählen von, das kann ich jetzt nicht sagen, live, ja. Also von Dingen, wo jemand ist wirklich sogar, ja, mit bestimmten Sünden, die sind heute so überall. Man kann Sieger sein. Durch die Kraft des Heiligen Geistes und deine oder meine ernste Anstrengung. Lehre Apostel nach der Ausgießung, die waren in Lehre Apostel zusammen, Gemeinschaft, Brechen des Brotes und gemeinsame Gebete. Und dann Mission. Sie haben freimütig ein Herz, eine Seele. Oh, wie weit sind wir von dieser Beschreibung entfernt? Geschwister, was meint ihr? Sind wir noch weit von diesem Apostelgeschichte 4,32 entfernt oder nicht? Sind wir ein Herz und eine Seele? Dann kommt der Spätregen. Ja, viele denken, es ist okay, aber Sprüche zweimal sagen, zuletzt kann auch aber ein Weg des Todes. Und wir sind jetzt ganz am Ende. Und was jetzt ich euch zeige, das habe ich schon gemacht bei anderen auch Vorträgen. Vielleicht manche sich noch erinnern, aber ich war schon längere Zeit nicht hier zu predigen. Vielleicht aber jemand sich von euch erinnert. Mein Wunsch war immer, durch jede Predigt, durch jede Präsentation, dass man nicht lebt in Selbsttäuschung. Für mich und ich wünschte vom Herzen auch für alle. Jetzt könnte ich eine ganze Predigt dafür halten. Ich mache das nicht. Ich zeige euch vielleicht drei oder vier ganz kurze Hinweise. Wie wichtig sind Bedingungen für die Erlösung? Und das, glaube ich, reicht. Patriarche Prophetenseite 182. Die Voraussetzung zur Erlösung ist für alle geschaffen. Alle können gerettet. Unsere Livestream-Zuschauer, wir alle im Saal mit unseren Gästen. Alle können gerettet. Aber, das Wort aber oft möchten wir aber nicht lesen oder hören. Aber erleben sie nur diejenigen, welche die Bedingungen erfüllt haben. Es reichte schon diese eine Aussage, aber ich lasse nicht nur diese eine. Damit es kommt im Blut. Wie oft wir zitieren Johannes 14, 1 bis 3. Mich erinnere, in meinen 37 Jahren als Adventist habe ich vielleicht 50 Predigten gehört. Aber so etwas selten, wenn überhaupt. Christus bereitet himmlische Wohnungen für all jene, die den im Wort Gottes niedergeschriebenen Bedingungen entsprechen. Mich erinnere jetzt, und meine Frau ist ein Zeuge, ich sage nicht wo, in eine Gemeinde, die habe ich eingeladen, habe ich darüber gesprochen und habe dann eine Frage gestellt. Welche Prediger oder Laienprediger am Pult sagt Wahrheit? Der sagt, Christus bereitet himmlische Wohnungen für alle jene, die ihn lieben. Punkt. Oder der sagt, liebe Geschwister, Christus bereitet himmlische Wohnungen für alle jene, die den im Wort Gottes niedergeschriebenen Bedingungen entsprechen. Was meint ihr? Wo ist Wahrheit? Habt ihr verstanden, was ich möchte sagen?
Welche Prediger wird mehr geliebt? Der erste oder der zweite? Habt ihr verstanden, was ich meine? Ich sage das bewusst. Diejenigen, die ganze Wahrheit predigen, haben es nicht leicht. Glaubt mir. Aber Gott liebt diese. Oder Satan hat sie. Oder umgekehrt. Ich verwende jede Verheißung. Sie gehören alle dir und mir, wenn du die Bedingungen des Herrn erfüllst. Aber wie jede andere Verheißung ist sie an Bedingungen geknüpft. Selbst schon die größte Gefahr, Geschwister. Größte Gefahr. Vielleicht man könnte sagen, einen Moment, Bruder Cornel, aber das ist ein bisschen so entmutigend. Nein, es ist ermutigend, dass du die Zeit hast, du und ich, dass wir noch auf Knie gehen und bitten, Herr, wenn ich bis jetzt gelebt habe, ihm selbst schon, bitte hilfst du mir. Ich möchte im Frühregen Bedingungen schaffen mit deiner Hilfe, damit ich später, wenn du kommst, bekomme. Amen. Ja. Schaut ihr. 1867. Vor 150 Jahren. Ich möchte sagen, dass wir in einer sehr feierlichen Zeit leben. Im letzten Gesicht, das ich empfing, wurde mir die aufsehende, erregende Tatsache vorgeführt, dass nur ein kleiner Teil derer, die sich zur Wahrheit bekennen, durch dieselbe geheiligt und gerettet werden. Ja, ist das jetzt von mir oder vom Heiligen Geist? Was meint ihr? Heiliger Geist, Geist der Wahrheit, Gabe der Prophetie. Ja, die kennen schon wahrscheinlich diese Aussage. Nicht einer unter 20 vor 120 Jahren. Welche Botschaft würde die Ellen G. White heute schreiben? Bessere. Die schlafende Gemeinde muss aus ihrer geistlichen Gleichgültigkeit aufgeweckt, aufgerüttelt und die wichtigste Pflicht erkennen, die sie bis heute nicht erfüllt hat. Okay, die Erweckung, wahre Frömmigkeit, das Wichtigste. Das war mein Wunsch, mein Gebet für uns. Wer kann bestehen? Wer sich vorbereitet? Das war das Thema. Hast du den Frühregen auch empfangen? Hast du den Heiligen Geist auch empfangen? Und das ist das Wunsch Ellen G. White am Ende. Mit ernstem Verlangen ersehne ich die Zeit, in der die Ereignisse des Pfingsttages sich mit noch größerer Macht als zu jenem Anlass wiederholen werden. Johannes sagt, und ich sah den Engel, ja, den anderen Engel niederfahren vom Himmel, der hatte große Macht und die Erde war erleuchtet von dem Glanz. Möge der Herr seinem Volke helfen, den Seelentempel von jeder Befleckung zu reinigen und eine solche innige Verbindung mit ihm, also mit Jesus, aufrecht zu erhalten, dass sie am späteren teilhaben, wenn er ausgegossen wird. Das ist, liebe Geschwister, mein Wunsch, mein Gebet, dass wir mit dem Propheten, wer das war? Elisa, sagten, so möge mir denn ein doppelter Anteil an deinem Geist haben. Das ist mein Wunsch, mein Gebet, dass Gott uns segnet. Bevor wir ihm begegnen, wir sollen uns vorbereiten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. 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 Lieber Vater, wir kommen noch einmal von deinem Antlitz und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir immer noch in der Gnadezeit leben. Dass du noch immer unser Hohepriester im Heiligtum, im Allerheiligste bist, seit 1844. Und wir haben deutlich, ich hoffe es, deutlich alle gesehen, dass wir brauchen früheren Empfangen, damit wir für den späteren gründlich vorbereitet sind. Herr, du uns unaussprechlich liebst. Du hast uns eine Botschaft heute geschickt für uns alle, mich auch eingeschlossen, dass wir sollen vom Herzen die suchen, Buße und Reue tun, erlaube dem Heiligen Geist in unserem Herzen zu wirken, so mächtig, dass wir sind befreit von allen Befleckungen des Geistes und des Fleisches, damit wir Anteil an Späteren bekommen und damit wir dich mit wahrer Hoffnung willkommen heißen, wenn du kommst in Wolke des Himmels. Ich danke dir für dieses Vorrecht und Herr, du weißt unsere Zukunft. Ich bitte dich, begleite uns auch weiterhin die Gemeinde, aber auch jede einzelne. Denn wir wissen, wir sind sicher nur in deiner Hand. Und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.
Amen.